Hey Leute, heute reden wir über Shakun Light S. Los geht's. Wie ich schon gesagt, wir reden über diese Shakun zum Light zum Quadrat S. War nicht wirklich viel drin, war die Maus drin. Dann hier so ein Set-Ersatz PTFE-Feeds. Das sind übrigens die dünnsten PTFE-Feeds, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die sind auch nicht abgerundet, nichts. Zur Maus 24,90 auf Amazon. Kann, also, als bei Shakun einer gefragt hat, RGB hat irgendein anderer Ja gesagt. RGB, Hammer, ganz wichtig. Das ist auch so wirklich das Wichtigste an der Maus, RGB. Wenn man die spielt, ich fand es mega anstrengend, gerade ein bisschen Kovacs damit zu klicken. Weiß nicht warum, also die ist auf jeden Fall für Links- wie Rechtshänder, aber diese Glides hier unten, die sind so flach an der Maus und in meinen Augen auch nicht ausreichend. Die gleiten auch nicht gut, dann sehe ich gerade, dass hier der eine Glide nicht mal richtig reingeklebt ist, der steht ab, also da steht die Kante raus übers Plaste für die davor gesehene Kuhle. Also hat sich auf jeden Fall mega angestrengt gespielt. Das Paracode ist im Gegensatz zu dem von der Light 200 extrem steif. Sogar der Stoff ist steif. Die Klicks sind nicht gut. Keine Ahnung, ich stehe leider nicht drauf, was für Klicks sein soll. Auf jeden Fall sind die nicht gut. Haben gar kein geiles Klickgefühl, egal ob man hinten oder vorne klickt. Der Sensor, der drin ist, das ist ein, habe ich noch nie gehört. Ein PAW, ach, das ist ein Wireless-Sensor, 3327 Wireless-Sensor. Der ist noch älter als der 3335, der in der Hattie Wireless zum Beispiel drin ist. Also hier ist irgendwie so ein, der macht auch nur 6400 dpi und hat nur 20G in der maximalen Beschleunigung. Also wenn ihr einen super schnellen Flick macht in Low Sense, kann es sein, dass einfach gar nichts passiert auf eurem Mauspad. 25 Euro Maus, für mich, von mir keine Kaufempfehlung auf jeden Fall. 25 rausgeschmissene Euro, ne? Weil ihr werdet, selbst wenn die 25 Euro kostet, werdet ihr damit nicht glücklich. Außer ihr seid jetzt, ihr findet RGB total geil, dann ist das euer Ding, aber keine Ahnung. Gibt andere Mäuse, die andere Shakun, die wir schon getestet haben, diese Light 200. Gibt diese 15 Euro mehr aus, habt ihr eine 10-mal bessere Maus als das hier? Ja, okay, die ist symmetrisch hier, die ist nicht angewinkelt, also ergonomisch oder ambidextrös, aber die ist extrem anstrengend zu spielen, weil diese Form hier hinten, keine Ahnung, dann ist sie auch super glatt hier an dem Plaste. Das Plaste hier an der Seite ist mega glatt. Also von mir auf jeden Fall keine Empfehlung. Schlecht, ist einfach eine schlechte Maus für 25 Euro. Schwer ist auch noch, wiegt über 90 Gramm. Absolut nicht durchdacht das Produkt. Wenn euch das Review angeguckt habt, weil ihr die kaufen wolltet, ich hoffe, ihr kauft sie jetzt nicht mehr. Kauft was Besseres, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.